Richtiges Lüften in der Übergangszeit. Hier gilt die gleiche Grundempfehlung wie im Winter. Stoß- und Querlüften für die Dauer von 3, 5, vielleicht auch 7 Minuten. Denn zu langes Lüften kann an heißen Tagen zum Überhitzen des Raumes führen. Das senkt die Behaglichkeit. An kalten Tagen kann zu langes Lüften zum Auskühlen des Raumes führen, was auch wiederum die Behaglichkeit senkt. An regnerischen Tagen sollten Sie die Lüftungsdauer eher kürzer halten. Und für ungeheizte oder kühle Räume, hier sollten Sie beim Belüften und Lüften sehr achtsam sein. Denn durchs Lüften kann Feuchtigkeit in den Raum kommen, welche in kühlen Räumen zu Problemen führen kann. Ist die Heizung einmal ausgeschaltet, so ist das Lüften kein Thema des Energieverbrauchs mehr. Aber Lüften ist mehr, denn mit der Luft kommt von außen nicht nur frische Luft, sondern möglicherweise auch Schmutz, Staub oder auch Lärm. Und natürlich ist es eine Frage der Sicherheit, denn Sie müssen überlegen, können Sie, wenn Sie zum Beispiel nachts lüften, was sehr empfehlenswert ist, auch das Fenster ganz aufmachen oder müssen Sie aus Sicherheitsgründen, vielleicht mit gekippten Fenstern, das Auslangen finden. Wenn die Heizung ausgeschaltet ist, dann sollte sie auch ausgeschaltet bleiben, auch wenn es einmal einen kühleren Tag gibt.